Tja, liebe Aufrufer, ich möchte jetzt etwas mehr als 24 Stunden nach der traurigen Niederlage des 1. FC Köln in Bochum und des hochverdienten Sieges des VfL Bochums mit dem verrückten Karnevalstrainer auf dem Weg ins Mittelfeld natürlich die Anerkennung nicht versagen, aber die Traurigkeit in Köln ist sehr stark. Ich habe extra hier gezeigt, das lag natürlich am Ball, dass heute aber dennoch die Kölner auch diese Verteidigung der Spitze der zweiten Bundesliga natürlich ausgiebig feiern. Hier kann man das sehen. Ich bin hier an einer der schönsten Stellen Kölns und kann hier zeigen das Terrarium. Da gucke ich manchmal, dass hier heute am 11.11. um 11.11 Uhr die Traurigkeit der Untätigen und Arbeitslosen übergegangen ist in eine freudige Grundstimmung und in eine sehr kommunikative Lebensweise. Und dann muss man auch noch sagen, wie es sich gehört, ist das Wetter schön. So, also das 0:1 des 1. FC Köln ist eine kleine Luftholphase zur Verteidigung der Spitze der zweiten Bundesliga mit Blick auf den Aufstieg. Und da sind alle Hoffnungen berechtigt weiterhin, denn auch die Kontrahenten machen ja mal schlapp. Und das war jetzt hier mein kurzer Beitrag ohne Live-Bilder von dem Spiel, weil mir das YouTube immer wegdrückt, das bitte ich zu enttäuschen. Wer das bei der Lichtgeschwindigkeit sucht und dann vermisst und ärgerlich ist, der sollte lieber hier auf die Umweltkriterien des Fußballs in Köln mehr achten, dann kommt er bei mir immer zum Zuge. So, Dankeschön.